Jawohl, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Ja, und es geht wieder weiter im Vulkan, so wie ihr sehen könnt. Ja, im letzten Part haben wir endlich den Weg gefunden, und zwar in den Vulkan hinein. Colorado hat mal wieder ein bisschen Scheiße gebaut. Wir mussten ihm mal wieder ein bisschen aus der Patsche helfen, aber naja, was soll's. Wir sind jetzt ein bisschen weiter reingekommen und ja, das erste, was ich jetzt erstmal machen will, ist hier diesen Orden mitnehmen. Da, diesen Orden. Ja, das habe ich doch glatt vergessen, dass ich den mitnehmen wollte und deshalb nochmal dran gedacht. Und abgejumpt und ja, wir sind perfekt gelandet. Der Feuerschildorden reduziert erlittenen Feuerschaden um 1. Hey, das ist doch mal ganz gut. Gut, dann schauen wir doch einmal ganz kurz, wie viel OP denn der benötigt. Ansonsten ist der sofort angelegt, wenn der wenig haben sollte. So, wo ist der denn? Wo ist er denn? Hä? Ach da, 2. Reduziert Feuerschaden um 1. Springt Mario auf brennende Gegner, brennt ihn nicht der Kittel. Ja, das Problem haben wir ja schon mit Ice Power behoben. Von daher gehört der Orden einfach nur mit in unsere Sammlung, wird aber wahrscheinlich erst gegen Bosskampf angelegt. Mal gucken. Ja, da könnten wir jetzt längs, wir könnten aber auch links längs und ich möchte jetzt erstmal nach links. Ja, warum auch immer. Erstmal schauen wir. Ja, okay, hier geht's weiter nach unten. Ja, vielleicht gehe ich dann doch erstmal nach rechts. Ja, schwere Entscheidung, nicht wahr? Auf jeden Fall können wir ganz oben rechts, haben wir ja gesehen, gibt es einen Block, den wir erst zerstören müssen. Aber, naja, daraus wird dann wohl nichts. Oh, hier, die Stelle. Da können wir einen weiteren Partner aufbessern. Okay. Gut, dann würde ich sagen, besiegen wir erstmal diese Gegner hier. Und da kommen wir wohl auch nur hin, wenn wir den neuen Hammer haben. Gut, dass wir das wissen. Jetzt müssen wir uns nur bemühen, dass wir hier einen ordentlichen Kampf hinlegen. Weil die uns hier ganz schnell downhauen könnten. Ja, das wäre dann wohl nicht so gut. Ich schätze mal, wir machen einfach mal eine Powerbombe. Mit Bombett! Machen 6 Schaden an beiden. So, und dann machen wir einen Multisprung. Der eine wird sterben und, warte mal. Machen wir wirklich 3 Schaden mit einem Multisprung oder nur 2? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Naja, es wird sowieso nur einer in einer Runde sterben. Also, du wirst dran glauben müssen. So, dann sind wir den schon mal los. Das ist ja auch schon mal ganz gut. So, der denkt jetzt, er sei cool. Aber, tja, daraus wird wohl nichts. Oder wurde wohl nichts. Bam! Und bam! Ja, haha, da ist er down. So, und 4 weitere EP-Punkte bekommen wir. Und haben 88. Ja, aber trotzdem sieht es immer noch brenzlig aus für uns. Von daher wäre es mal ganz sinnvoll, wenn wir irgendwas schlucken würden. Ei, 5 KP. Ja, das klingt auch ganz gut. Das wird auch wohl ausreichen. Bam! Ja, und durch diese Hitze wurde es ja schon sowieso ordentlich geprotzelt. Bam! Erster Angriff. Denk erst nicht, gar nicht dran. Gut, dann gehen wir erstmal auf den Spacko hier. Pam und Japan. So, ein Leben hat er noch. Gut. Dann werden wir mit Bombetten Angriff starten. Und Shazam. 3 Schaden nur, aber egal. Es reicht aus, um dieses Viech besiegen zu können. Bam, ein Schaden. Toll. So, du wirst diese Runde aussterben. Wusstest du das schon? Und bam. Und 6 Schaden. So, jetzt hat er auch nur noch 6 Leben. Gut, dann werden wir wohl Bombe machen müssen. Und 100%. Und das macht natürlich auch 6 Schaden nur an einen einzelnen Gegner, was in diesem Falle wohl, ja, sehr nützlich war. Gut, 8 Sternpunkte. Dann sind wir Level Up. Dann haben wir wieder alle Werte zurück. Und natürlich 5 nochmal oben drauf, falls wir KP oder BP wählen sollten. Aber ich schätze mal, wir werden KP nehmen, weil wir auch, ja, des Öfteren schon immer kurz vorm Abkacken waren. Ja, das ist gar nicht mal so lange her. Deshalb unbedingt KP wählen. Ich glaube, wir haben sonst alles abgecheckt. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal hier längs und werden dann schon am richtigen Ort ankommen. So, Hallösen. Ah, hier sind wir. Hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir. Da kommen wir nicht durch, weil der Hammer nicht ausreicht. Hier haben wir Lava, nicht gut. Drüben haben wir 3 Blöcke. Aha.
Ja, aber dazwischen ist natürlich dieser Lavafluss. Und wie überquert man Flüsse? Richtig, mit Paracarry. So. Heppa. Und fliegen einfach mal hier ganz gechillt rüber. Und verschieben dann diese Kisten hier in diesen Lavafluss rein. Ja, und wenn wir drei dieser Kisten hier in einer Reihe haben, wisst ihr ganz sicherlich, was passiert. Richtig, der kleine Fluss hier wird aufhören zu fließen. Und damit kriegen wir, ja, können wir diesen Fluss hier im Prinzip überqueren. Ganz einfach gemacht. Okay, er fließt noch die ganze Zeit weiter, aber es kommt halt nicht mehr so viel durch, dass hier diese ganze Ebene überschwommen ist von Lava. Von daher können wir hier wieder auf Paracarry drauf gehen und hier einmal rüber jumpen. Ja, Rätsel gelöst. Ganz schwer war das. Oh, da haben wir eine fette Truhe und wieder kleine Kästchen, die wir hier verschieben können. So. Diesmal haben wir jedoch nur zwei Kästen. Ja, das soll uns jetzt Angst machen, dass wir hier denken sollen, boah, scheiße, wie kommt man denn hier jetzt überhaupt drüber? Das geht auch hier auch nicht. Wenn man hier einen Fehler machen sollte, einfach nochmal raus und reinlaufen und dann sollten die Kisten wieder in der Ursprungsposition sein. So, von da aus konnten wir mit Paracarry einfach rüberfliegen, ganz einfach gemacht. Und, oh oh, neue Gegner. Das sieht nicht gut aus. Gut, das könnte vielleicht doch ein Tickchen nochmal härter werden. Dann machen wir erstmal einen Sprung, dann sind wir den hier schon mal los. So, sagt Tschüssikowski. Vielleicht sind wir nach dem Kampf auch Level Up. Mal gucken. Na, vielleicht. Das kommt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich will auch erstmal gar nichts dazu sagen. So. Ja, 4 Schaden. Na toll. Ja, das sieht jetzt nicht mehr gut aus. Ja, der macht jetzt irgendeinen Zauberspruch, der... Oh oh, die Angriffskraft des Feuertypis da wieder erhöht. Das ist nicht so gut. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Da wir diesen Lava-Blubbär sowieso in einer Runde töten. Tja, Ice Power Orden for the win. So, dann machen wir nochmal einen Scanner. Ob wir dieses Viech da töten können, weiß ich nicht, weil die fliehen manchmal auch. Das ist ein roter Comic. Er ist ein Magier des Cooper-Clans. Fetzige rote Robe. Was? Max KP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er kann mit Magie die Angriffskraft seiner Kumpane erhöhen. Kümmere dich um ihn, bevor er seine Leute aufpeppt. Okay. Aber ich glaube auch, dass er er verschwindet. Och man, jetzt haben wir ein paar EP verloren. Aber naja, okay, was soll's. Gut. Ja, das war ein guter Erstangriff. Und Pam, 5 Schaden. Und da haben wir einen neuen, aber den hatten wir auch schon mal durchgecheckt, gescannt. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich machen soll, wie ich vorgehen soll. Weil das könnte auch übel ausgehen. Einer von diesen Lava-Blubs wird sterben. Das definitiv. Gut, dann werden wir mal auf dich gehen hier. So. Du bist jetzt schon mal down. Das ist schon mal sehr gut. So. Was hat er denn? Kopfnuss-Scanner und Aufladen. Okay. Ja, gut, dann werden wir mal Gumbario benutzen, den hier anzugreifen. Na toll, 2 Schaden. Das hat ja viel gebracht. Und abgewehrt. Perfekt. Oh oh. Bitte kein bösen Spruch hier. Oh oh. Okay, er hat alle 3 geheilt. Alles klar. Yes! Wir können wieder Erfrischung einsetzen. Das wird für eine Runde reichen. Hoffe ich doch. So, damit kriegen wir BP und KP wieder. Das müsstet ihr ja mittlerweile schon wissen. Aber ich wiederhole es gerne immer mal wieder. Oder jedes Mal. So, ist auch egal. Auf mit einer Kopfnuss. Auf ihn. Pam! Und Pam! 7 Leben hat er noch. Und beim zweiten Angriff ist er sogar von seinen Besen runtergeflogen. Yes, abgewehrt. Perfekt. Oh oh, dieses Mal greift er auch an. Yes, abwehren. Ja, ich konnte abwehren, das war sehr gut. Jetzt haben wir auch wieder nur einen Schaden erlitten. Dadurch können wir einen Sprung machen. Den sind wir los. Perfekt. Yes. Vielleicht sterben wir dann doch dieses Mal nicht. Haha, so muss es sein. Gut, Kopfnuss. Du kriegst jetzt ordentlich auf die Nüsse. Und Pam. 3 Leben hat er noch. Okay. Ja, okay, er verpieselt sich. Und damit passt es exakt für das Level Up. Perfekt. So. Wir hatten letztes Mal OP, glaube ich, aufgebessert. Deshalb ist dieses Mal KP dran.
Und ich habe gerade etwas im Auge. Also, falls ich irgendwie scheiße spielen sollte, tut mir leid. Ah. Okay, es hat nachgelassen, das ist perfekt. Denn jetzt werden wir diese schöne fette Truhe hier öffnen. Und was ist drin? Oh mein Gott! Es ist der Ultra-Hammer! Die Angriffskraft von Marios Hammer wird erhöht. Außerdem kannst du nun Metallblöcke zerstören. Jawohl! Pam! Und so hört sich der Hammer an. Okay, nicht ganz anders, aber ist auch egal. Er sieht anders aus, ein bisschen, ja, rot und golden. Das ist doch mal ganz geil. Außerdem machen wir damit nochmal einen Schaden oben drauf. Das bedeutet, wir müssten jetzt eigentlich 6 Schaden pro Hieb machen. Ja, mal gucken, wie sich das auswirkt. So, Paracarry, dich brauche ich, dich habe ich gesucht. So, Flying. Hepper. So, dann wechseln wir dich doch gleich mal zu Bombett, oder? Ja, aber diese ganzen Feuergegner, ich glaube nicht, dass da Bombett eigentlich richtig gut angreifen könnte. Wen nimmt man da denn noch? Ich weiß es nicht. Cooper eigentlich. Gut, dann werden wir Cooper wohl erstmal für eine kleine Zeit nutzen. So. Wenn wir natürlich gegen Feuerviecher kämpfen müssen, so wie hier eine Piranha ist, würde ich mal eher Bombett vorschlagen. Oh oh, oh oh. Natürlich kann man auch so einen Erstangriff starten und ich glaube, es ist manchmal ganz effektiv. Ja, weil das nämlich 6 Schaden macht. Wie geil ist das denn? Tja, Freunde, man muss auch manchmal ein bisschen strategisch vorgehen und dann passt das alles. So, dieses Feuerviech sind wir auch erstmal wieder los. Das ist auch ganz gut. Er gibt auch mittlerweile nur noch jetzt einen Sternpunkt, was ich nicht sehr cool finde. Jawohl! Damit machen wir einmal 100% und das Viech ist down. Doppelexplosion musste er erleiden, der Arme. So, und 2 Schaden. Das, naja, okay, jetzt letztendlich 3. Bisschen doof gelaufen. Ich würde mal sagen, Moment, wie viel machen wir mit dem Sprung? 3, also 6. Also müssen wir mit dem Hammer hier jetzt auch 6 machen. Und Shazam! Ne, wir machen 7 Schaden. Hä, haben wir nicht irgendwie... Moment. Jetzt bin ich, komme ich irgendwie mit den Orden durcheinander. Ich glaube, wir haben doch irgendwie so einen Orden, womit wir Einangriffskraft mehr haben, oder? Ja, genau, diesen Kraft-Plus-Orden. Stimmt. Und dadurch machen wir dann mit dem Sprung bisher 6 Schaden. Aha. Also ist der Hammer jetzt besser. Ah, perfekt. Ist ja geil. Also müssen wir jetzt ab sofort erstmal den Hammer einsetzen, weil der 7 Schaden macht. Das ist natürlich deftig. Ich hatte eben gerade einen kleinen Gedankenfehler gemacht. Weil wir haben ja jetzt den Dreierhammer, also Level 3, sag ich einfach mal so. Es gibt ja 3 Hammer und wir haben jetzt den dritten. Also auch damit den höchsten. So, und den Sprung, der ist ja noch auf Level 2. Von daher machen wir auch 3 Schaden. Also wenn wir den 9 bekommen, machen wir 4 pro Sprung. Also letztendlich dann 8. Also ist letztendlich dann der Sprung besser, aber naja, okay, gut. So, was haben wir für einen Orden bekommen? Paradaus. Dieser nützliche Sprung verwirrt nicht nur für 2 BP einen Gegner, sondern macht ihn auch kurzfristig bewegungsunfähig. Ja, klingt ganz okay, klingt ganz cool, aber irgendwie auch da noch dazu schwul. V-, brauchten wir das irgendwann mal? Ich bin der Meinung nicht. Vielleicht wäre es dann sinnvoll, wenn wir Gruppenfokus oder mal so etwas komisches auswählen würden. Irgendeinen neuen Orden. Irgendwas, was besser ist. Kampfrausch nicht. Feuerschild wäre natürlich ganz geil. Spion sollte... Ach ja, das ist ja irgendwie auch irgendwie ganz doof. So. Ja, ich muss mir da nochmal Gedanken machen. Eigentlich sind diese ganzen Orden hier alle schlecht. Also das braucht man alles nicht, wie ihr bemerkt. Wo gibt es denn jetzt noch Gegner, die eine hohe Abwehrkraft hat oder haben? Oder die eine hohe Abwehrkraft, oder? Nee, Abwehrkraft war schon richtig. Okay, gut. Ja, weil wir haben einfach so eine hohe Durchschlagskraft jetzt schon alleine mit dem Hammer, dass es da interessiert uns das nicht, ob der jetzt irgendwie 1 oder 2 Abwehr hat. Das ist total uninteressant für uns. Wir bomben den auch meinetwegen mit Bombett übelst weg. Also, da brauchen wir so einen Orden nicht. Deshalb, das ist euch sicherlich auch schon mittlerweile aufgefallen. Gut, mit dem neuen Spielzeug können wir jetzt natürlich hier oben auch diesen Block hier zerstören. Aber bevor ich jetzt mit Colorado spreche und abspeichere, will ich nochmal die andere kurz
hier checken. Ach, nee, da oben bin ich schon längst gegangen. Ja, ich will aber noch mal ganz kurz gucken. Vielleicht geht es ja noch mal weiter, weil ich habe es nicht mehr drauf. Von wo wir kamen und wo jetzt alles war. Ich habe eine längere Pause gemacht. Das lag daran, dass ich relativ wenig Zeit hatte. Ich versuche immer... Ach nee, hier war jetzt das die Partneraufbesserung. Okay, dann halten wir alles. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal Zeit wieder gefunden habe, aufzunehmen. Ja, also in nächster Zeit, ich versuche einfach mal ein bisschen irgendwie mir hier ein paar 15 Minuten einzuplanen, damit ich auch wieder aufnehmen kann, weil das habe ich irgendwie vermisst. So, speichern, ja man, geil. So, Colorado, was läuft? Meine vielbewährten Institutionen sagen mir, dass uns große Entdeckungen bevorstehen, da hast du recht. Aber dieser geheimnisvolle Block versperrt uns den Weg. Verflucht, was sollen wir tun? Sie sind doch Colorado, stimmt's? Mein Name ist Paracarry. Ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe da etwas für Sie. Einen Moment bitte. Brief. Oh, können wir jetzt schon gleich abgeben. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ein Brief? Für mich? Hier draußen auf Lava Lava Island? Wie eigenartig. Wie schön. Ein Brief von meiner Frau. Vielen herzlichen Dank, alter Kumpel. Das gibt mir die nötige Kraft, um weiterzumachen. Ach übrigens, lass mich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit übergeben. Ja, das hier übergeben, ja. Ich bin darauf gestoßen, als ich den Dschungel durchforscht habe. Ein Sternsplitter, cool. So, einfach mal Bild drücken. Ja, ausgezeichnet, Mario. Lass uns keine Zeit verschwenden. Auf, zu Ruhm und Ehre. Oh Mann, ey. Gut. Dann werden wir mal, ja, Koopa rausholen. Wobei, macht Koopa eigentlich genug Schaden? Nee, Bombett. Wir müssen mal schön BP-verschwenderisch sein. Oh, er sagt wieder dasselbe. Ja, okay, gut. Dann ist auch nur interessant für uns. So. Hä? Na, was läuft? Hä? Es riecht nach Schätzen. Schätze, alter Junge. Mach Platz, ich geh voraus. Hepper und... Ja, du Trottel, da ist kein... Oh Mann, er versucht da zu fliegen wie Paracarry. Ja! Oh Mann, so ein Trottel. Der ist jetzt unten gelandet. Naja, wir werden hier einfach mal mitfahren. Und Hepper, hier abspringen, wo das Licht ist. Denn hier landen wir bei einer weiteren Partneraufbesserung. So, was gucken wir? Er lernt Multikopfnuss. Dies verursacht üble Kopfschmerzen. Ja, das ist sowas wie Power Doubts. Das lernt Kumbario. Koopa, er lernt den Feuerpanzer. Den Gegnern brennt bald der Kittel. Ja, toll. Das bringt gegen Feuergegner nicht viel. Sie lernt Megabombe. Hier bleibt kein Auge trocken, das glaube ich. Er lernt Valkyrie. Thor und Odin würden... Odin würden dies gefallen. Achso, damit kann er irgendwelche Gegner wegblasen und dafür bekommen wir dann doch noch Sternpunkte. Sie erlernt Fächerlady, das nenne ich eine Bestrafung. Sie erlernt Megashock, keine Gegner rührt sich mehr. Ja, das ist nicht so gut. Buu wäre natürlich sehr interessant, aber gegen die Feuergegner auch relativ unvorteilhaft. Sie erlernt Megabombe, ich glaube mal, das ist das Allerbeste, oder? Ja man, Megabombe, jetzt geht's ja richtig los, Freunde. So. Aufgebessert. Bombett wurde zum Ultra-Rang aufgestuft. Sehr schön. Na, Colorado, was läuft? Boom. Ah, ne, geht nicht. Alles in Ordnung, Mario. Ich unterziehe den Boden nur eine genauere Untersuchung. Geh ruhig weiter. Oh, mein Kreuz. Oh, Mann, ey. Du kannst uns nicht anlügen, du Volltrottel. Ja, Mann. Was mir gerade so einfällt, wenn jetzt Bombett auf dem Ultra-Rang ist, ja. Bombett gehört ja, ich glaube, fast zu den wenigen Partnern. Ich glaube, mit Bombett ist mit Koopa oder ja, sind die einzigen, die von so aus angreifen können. Also wo man hier eine Explosion starten lassen kann. Und seht ihr, die Explosion ist jetzt auch schon riesig, weil sie auf dem Ultra-Rang ist. Wenn das ein Gegner trifft, Freunde, ich glaube, das macht 8 Schaden. Gleich zu Anfang mit dem Erstangriff. Aber man muss nur diesen Erstangriff hinbekommen, das ist die Schwierigkeit. Gut, abspeichern und ich würde sagen, ja, ich habe eher gerade wenig Lust aufzuhören, aber ich werde es trotzdem tun. Freunde, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Part bei Paper Mario und werden dann mal sehen, was hier weiteres noch in diesem Vulkan steckt. Also, weiterhin dranbleiben. Bis dann und ciao!